Herzlich willkommen bei Subnautica. Tja, direkt eingangs entschuldigt, dass die letzte Aufnahme so geruckelt hat. Das habe ich erst sehr spät mitbekommen irgendwie. Seit irgendeinem kleinen Patch, das Windows hatte, habe ich nur noch eigentlich genau genommen die Hälfte der Performance zur Verfügung. Und ja, das wird sich natürlich auch in der Qualität der Videos ein bisschen niederschlagen. Also ich muss mit weniger Qualität rendern und so weiter, weil sonst kommt der Rechner im Moment nicht mehr mit. Oh, danke! Danke an Microsoft. Aber so ist das halt, ne? Windows ist halt immer noch nicht fertig und wird auch höchstwahrscheinlich nie fertig werden. Und von daher, lassen wir uns mal nicht entmutigen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Sorry an dieser Stelle noch einmal. Und wir haben hier ja so richtig die Arschkarte, würde ich mal behaupten. Hier wuseln irgendwelche Riesenviecher rum. Mynox ohne Ende. Jetzt haben wir schon wieder einige hier am Bord. Da klebt auch schon wieder einer. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier so einigermaßen klarkommen. Ich habe das und das dabei. Wunderbar. Pass auf, wir haben das da. Sehr schön. Dann könnten wir erstmal kurz draußen aufräumen und mal einen Blick werfen, was die Riesenviecher da machen. Diese feuerspeienden Viecher. Und außerdem könnten wir ein bisschen Kyanid abbauen. Es ist wieder so dunkel, ne? Es ist nicht schön. So, dann würden wir hier runterfallen und hier aufkommen. Gut, der ist jetzt nicht so wohlgesonnen, der Kleine. Also werden wir mal kurz eine kleine Runde drehen, um abzuhauen. Ach, guck mal, der befreit unsere... Oh, doch nicht. Oh, ja, das ist nett von dir, danke. Wirklich cool. Kann ich dem eigentlich was mit der Kanone hier? Nee, dem kann ich gar nichts. Den könnte ich scannen. Ja, das könnte ich machen. Aber das hilft nichts. Gut. Dann versuche ich mal, trotz der Störung hier die Mynox so ein bisschen wegzubekommen. Weil er versetzt mich zwar und tut mir ein bisschen weh. Ich habe auch nicht genug Fasergewebe, um noch unendlich viele Erste-Hilfe-Packs zu machen. Oh, der andere Fisch war auch noch da. Ich hoffe, der fühlt sich jetzt nicht gestört durch mich. Hat aber anscheinend hier das Ding entfernt, oder waren wir das? Wow. Das war doch bestimmt so ein Böser da oben. Ich würde behaupten, ja, mit dem Krebsanzug mal raus, ich weiß es nicht. Ich würde behaupten, wir probieren doch einfach mal, wie es ausschaut, wenn wir hier losfahren. Deswegen mal eben ein Schnellspeichel. Dann schauen wir mal, weil wir haben ja unter anderem dann doch noch ein bisschen was, ja, und Energie auch, ein bisschen was, warum eigentlich nur 1700? Ich dachte 1900, egal. Wir haben ja dann doch noch hier das Schild und wir haben unseren Sonar und so, also lass uns mal gucken. Wir müssten sowieso, wenn hier gerade durch, und dann einfach mal schauen, ob wir hier einigermaßen unbeschadet an den Viechern vorbeikommen. Da, an diesen. Oh oh. Hat sich jetzt nicht gut angehört, aber ich denke einfach mal. Lassen wir es mal, wie es ist. Oh oh. Gut, da hinten ist noch so ein Bimoman. Und das Riesenviech sehe ich im Moment zum Glück nicht. Da kommt so ein Manta. Da sind Knochenskelett. So, unsere Energie hält sich zum Glück noch einigermaßen gut. Und bis auf sehr unangenehme Geräuschkulisse ist ja eigentlich alles noch im Butter, ne? Oh, da hinten kommt was. Dann schalten wir mal eben auf Dingens und schalten das hier mal eben ab. So, der zieht ab. Machen wir mal das Schildsystem aus. Ich überlege gerade, lieber ein bisschen tiefer, ne? Damit wir hier in die Hitze kommen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Da hinten ist wieder so ein Riesenviech. Oh oh. Maschine aus. So, mal eben schauen, ob der Strom sich wieder auflädt. Dü, 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 dü,
Ja, aber sehr langsam. Wir sind auch noch relativ weit entfernt. Ich würde mir trotzdem das Skelett gerne mal anschauen und überhaupt hier die Gegend anschauen. Aber ich glaube, wir sollten echt noch ein Stückchen weiterfahren. Da oben ist er. Und wir müssen darüber. Egal, was passiert, wir müssen darüber. Bäm. Müssen wir wieder ein bisschen hoch. Lass mal schauen. Der ist da hinten beschäftigt. Ja gut, wir müssen hier an diesem Nubbel vorbei. Und der greift schon wieder an. Schild an. Und mal kurz so nah. Boah, wir werden so durch die Gegend geschubbelt von dem, ne? Das ist nicht mehr normal. Wir verbraten jetzt im Moment gerade richtig Energie, deswegen werden wir uns mal hier neben diesen Smoker setzen, denke ich. Ich hoffe, die Hitze hier reicht aus. Bam, bam, alles aus, auch die Maschine. Boah, 58%, das ist nicht viel. Ja, 59, ja gut, okay, lädt auf, wunderbar. Passieren tut hier anscheinend auch im Moment nicht so viel. Naja, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das hier gehört eigentlich auf die 4. Eigentlich Messer auf 1. Lampe auf 2. Scanner rein theoretisch auf 3. Aber da machen wir jetzt mal den Segleiter hin, weil wir schnell weg müssen. 4 bleibt die Reparatur. Und 5, da wir brauchen im Moment nichts bauen, da hauen wir dann hier unsere Kanone drauf. So, da oben haben wir eine Damage. Was für eine Blamage. Wir haben dann eine Damage. Hinder. Wow, 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 wow. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, ich hoffe, dass das alles so einigermaßen gut aufgezeichnet wird. Und dass sich die Probleme bald wieder beheben. So, den Bimo haben wir gerade gehört. Ich weiß nie, wann hier die Lampe an ist und wann nicht. So, jetzt ist Lampe an, Lampe aus. So, Radar aus, Lampe an. Wo sind wir hier? Gut, da drüben gibt es schon wieder so ein Bimo. Ach du liebe Scheibenkleistersuppe. Einiges los hier. Oh, da war schon wieder Bimo. Aber wie gesagt, solange wie unser Zyklop tankt und wir so einigermaßen Ruhe haben vor Mynox und so, können wir mal versuchen, uns hier so ein bisschen umzuschauen. Es ist so verdammt dunkel hier. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Ah, es ist echt übel. Ich hatte auch mal geschaut, ob es irgendeinen Konsolenbefehl gibt, um hier das Licht ein bisschen zu erhöhen, aber dem ist wohl nicht so. Da drüben gibt es wieder Kyanid. Ja gut, also wir könnten ja hier mit dem Prawn-Anzug ein bisschen was reißen. Wobei ich sagen muss, wie will man denn hier was reißen, wenn man nichts sieht? Man sieht hier nichts. Selbst hier vor so einer Wand sieht man nichts. Von der Wand meine ich jetzt. Also ich meine, dass man da jetzt nicht weit gucken kann, ist ja schon irgendwie klar. Aber es ist echt zum Mäusemelken, würde ich mal behaupten. Man sieht nichts. Und wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Hat keinen Sinn. Wir haben zum Glück keine Beschädigung mehr. Wir hatten bisher nur eine. Das ist schon mal sehr nett. Einen kleinen Schluck trinken vielleicht. So. Und dann wollen wir mal weiterfahren. Hat ja sonst keinen Sinn. Boah, wir sind erst bei 67%. Da oben klebt schon wieder Mynok. Einmal kurz. Ja, weiter in die Richtung. Weiter in Richtung Westen, wa? Meine Güte. Bin mir nicht sicher, ob wir hier mal so einen Abstecher machen sollen. Aber können wir ja ruhig. Kostet uns ja nichts. Außer Energie. Mann, ihr Lieben. Ich bin aber schon mal froh, dass wir jetzt also so überwiegend... Wow.
unbescholten von den Viechern da oben hier durch die Gegend kommen. Mann, 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 Mann. Oh, oh. Mal eben so nah aus. Mal eben Maschinen aus. Mal schauen, ob wir Strom bekommen oder ob wir noch weiter absinken müssen. Wäre ja eigentlich eine ideale Ecke hier, ne? Das hieße ein Stück vor und runter. Mhm. Werden wir ja wohl hinbekommen. Engine powering up. Du, 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 du. Ja, ich werde auch diesmal keine großartigen Schnitte machen. Ich werde euch mitnehmen. Egal, was hier so passiert. Ich denke, das interessiert euch auch. Und ich glaube, bis auf irgendeine Stelle vor der Aurora haben wir eigentlich alles erkundet. Bis, ja, diese Ecke hier, den Lavadom, den sogenannten. Und natürlich, aha, das ist schön. Bisschen höher, aber na komm. Stell dich jetzt mal nicht so an. Aha. Was ist da drüben? Pyanid, okay. Haben wir eigentlich alles entdeckt, aber halt den Lavadom hier noch in keinster Weise. Und von daher werden wir uns hier ein bisschen aufhalten und das wird auch ein bisschen dauern, denke ich mal. Kommt natürlich darauf an, wie groß das hier ist, aber es scheint ja schon ziemlich groß zu sein. So, ich mach mal den hier aus. Engine powering down. Dann lassen wir mal kurz unseren Zyklop tanken. Es dampft hier rein. Wir haben hier eine Sauna. Mal gucken, komme ich denn hier überhaupt raus, ohne mir den Arsch zu verbrennen? Das weiß man ja auch nie. Geht. Wunderbar. So, hier haben wir den Lichtschein. Nix, ne? Man sieht nichts. Ich bin hier knapp über der Erde. Und trotzdem sieht man nichts. Überhaupt nichts. Es ist echt der Hammer. Oh Mann. Ich kann doch hier jetzt nicht überall Leuchtfackeln hinstellen. Heftig. Also so super viel Kyanid gibt's nicht. Da bin ich ja fast dabei, nochmal mit dem Prawn-Anzug gemütlich durch die Gegend zu huggeln, schuggeln, wie auch immer. Okay, es ist so eine Also wir scheinen hier durch so einen Schlauch tauchen zu müssen. Wenn wir das jetzt mal hier so ein bisschen kartografieren. Ups. Ja. Ich konzentriere mich gerade auf die blaue Karte hier. Und das sieht wirklich so aus, als wären wir hier in einem recht großen Tunnelgewölbe. Und dieser Smoker hier, der ist auch ganz schön weit oben. Die Lastmotte ist nur 685 Meter entfernt. Weiß nicht genau, was mir das sagen soll. Ach super. Keine Batterie mehr drin. Dann wollen wir da mal zurück. Ach du meine Güte. Was soll ich sagen? Es ist dunkel. So langsam gewöhne ich mich zwar dran, aber trotzdem, es ist unangenehm. Und die Nähe und der ganzen Bojen und der Lastmotte, da bin ich mir echt nicht sicher, was das soll. Gut, also ich würde echt behaupten, aber bei der Bedrohung durch die Beamer hier weiß ich nicht. Ich würde echt behaupten, wir würden mal so ein bisschen Kyanid besorgen, aber es ist mir echt zu viel los. So, gucken wir nochmal, was hier so geht. Wie mit unserer Sauna. Mal gucken, was haben wir?
Wieso denn nur 62%? Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, wir waren runter auf 50, ne? Engine powering up. Na gut, dann setze ich jetzt die Zyklop fast genau hier rein. Huch. Wir brauchen schließlich ein bisschen mehr Hitze. Mal wieder aus. Und dann sollte ich mich mal eben um die Mynox hier kümmern, ne? Da haben wir ja ein paar. Tja, Familie Frosch freut das auch. Jetzt gibt's Mynox-Party. Mynox-Party. Ja, geht aber eigentlich ganz gut, ne? Quick. Da hinein. Quick. Dich auch. Da hinein. Quick. wo haben wir denn noch ein paar Mynox? Ist das da ein Mynox? Oh ja. Ja, ist natürlich die Frage, ob wir die Mynox-Plage überhaupt jemals loswerden hier unten. Die lieben es ja hier. Ach, schon wieder kein Strom mehr. Das hieße, wir müssen Strom aufladen und dies und jenes und welches. Und da werden meine Aussagen wieder Lügen gestraft. Das heißt also, wir machen doch eine kleine Aufnahmepause. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier alle zusammen darauf warten, dass die Batterien aufgeladen werden und so weiter. Aber zuerst müssen wir natürlich die Batterien austauschen. Der hat noch genug, der hat keine mehr. Da hätten wir noch eine, die wir nehmen können. Zumindest für das Gerät. Beide leer. Okay. Also entnehmen wir die Batterie und füllen die mal eben auf. Und in der Zeit kann natürlich auch unser Zyklop ein bisschen entspannen. So. Na komm. 69%, ja, das geht ja. Na gut, dann, wie gesagt, dann machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung und sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Die Batterien sind alle am Aufladen, wir hatten ja auch noch ein paar dabei. Deswegen konnte ich auch direkt einiges austauschen. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier meine Gegend ein bisschen mit dem Prawn-Anzug um. Familie Frosch scheint auch begeistert davon. Okay. Finde ich ein bisschen blöd. Ihr seht ja hier direkt vor unseren Füßen und wir sehen nichts. Ich glaube, das hat keinen Sinn, sich hier mit dem Prawn-Anzug umzugucken. Wir können mal ein bisschen Kristall ernten. Wir können mal ein bisschen Kyanit, falls hier irgendwas in der Nähe ist, mitnehmen. Aber meine Güte. Das sieht ja jetzt im Moment nicht gut aus hier. Aber wollen wir mal nicht jammern, sondern lieber gleich nochmal den Gleiter klar machen und dann mit dem wir hier so ein bisschen die Gegend erkunden. Was ich ja auch noch nicht ausprobiert habe, ob ich hier unten überhaupt aussteigen kann. Und man muss sich mal überlegen, also wir haben hier 1300 Meter und ich weiß nicht genau, das ist schon ziemlich heftig. Also ich meine 1300 Meter zerstörungsfreie Tiefe. Und ich glaube, es geht hier noch tiefer. Habe ich irgendwas vergessen? An irgendwelchen... So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir aussteigen können. Oh ja, gut. Pass auf, wir schauen uns den Vorrat mal an. Können wir eigentlich so lassen, wie es ist. Und dann müssten wir uns hier mal die Erweiterungsluke angucken. Was haben wir denn da drin? Stufe 1. Warum Stufe 1? Wir haben doch Stufe 2. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen... auf Deutsch verwundert. Wir haben Kyanid, wir haben alles Mögliche. Warum habe ich hier Stufe 2 noch nicht aktiviert? So, da drüben ist unser Einstieg. Ups. Wieder ein paar Kratzer im Lack. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt aber, komm. Yeah. Schön. Warum haben wir nur Stufe 1? Das verstehe ich nicht.
Nehmen wir mal raus. So. Schauen wir doch mal. Es gibt doch bestimmt Stufe 2. Ja, sage ich doch. Kyanit, Titan, Lithium, alles klar. Sollten wir haben. Hier, Kyanit. Dreimal. Dann Lithium. Wo haben wir es denn? Lithium, da haben wir es ja. Tun wir auch mal 2 und ich glaube 3 Titan irgendwie. Und dann schauen wir mal eben. Oh, ich tippe hier wie ein Wilder. Aber im Moment scheinen die Aufnahmen ja doch einigermaßen vernünftig zu laufen. Das ist schön. 5-mal Titan, okay. So. Na wunderbar. Na komm. Nee, da dachte ich wirklich, wir hätten das schon. Aber naja, wir dachten halt, also ich dachte halt, ne? Ja, ich hätte schwören können. Kennt ihr das, ne? Ich hätte schwören können. Aber dem ist ja meist nicht so. So, zerstörungsfreie Tiefe 1700 Meter. Das ist schon okay. So, lass mal schauen. Die Batterien sind fast voll. Wie sieht es denn mit unserem Tauchboot aus? 78% ist nicht gerade so viel. Es sind gerade mal 5% seit dem letzten Ausstieg. Ergo stupido sum. Ich bin dumm, also bin ich. Gucken wir uns mal noch ein bisschen mit dem Gleiter hier um. Oder halt per P, das, weil mit dem Gleiter selber sieht man ja auch nicht so viel. Ah, hier drüben wäre Kyanit. Ja, das haben wir nicht gesehen, als wir noch im Krebsanzug steckten. Das ist ja auch witzig. Oh. Dann hängt hier so ein Flapso-Skelett rum. Was haben wir hier? Kristalliner Schwefel. Cool. Aber der sollte in der Gegend... Ah, seht ihr was? Seht ihr was? Seht ihr was? Ich war mal kurz mit dem Hund Gassi und hab gespeichert und schon... wuselt sich das Ding hier wieder hin. Was für ein Graben. Hier ist überall Aktivität, obwohl man nichts sieht. Na ja, gut, das Kyanit, das würde ich ja glatt noch mitnehmen. Könnten wir hier nochmal so ein bisschen rumwuseln. Hier nochmal ein bisschen Kyanit mitnehmen. Jetzt hätte ich gern mal wieder die Topologie dieser Höhle. Ah. Wir kommen hier sogar relativ weit hoch. Ohne an eine Decke zu stoßen. Ist ja eigentlich auch seltsam. Ah. Hier kommt jetzt langsam so ein Höhlenhuber-Ding. Und hier schießt mal wieder jemand. Ja, natürlich sehr freundlich heute mal wieder. Hier, das sieht aus, als wäre hier irgendwas. Also so mehrere Smoker oder eine große Wand oder so. Keine Ahnung. Sieht der aus wie so ein Konglomerat von verschiedenen Smokern. Wow, was für ein Vieh. Ich würde das gerne scannen, aber ich komme dem gar nicht hinterher. So schnell ist das, auch wenn das so gemütlich aussieht. Ich schwimme dem jetzt trotzdem mal hinterher. Vielleicht habe ich ja doch die Möglichkeit. Nee, doch jetzt. Oh, wo habe ich denn den Scanner? Mist. Tun wir den mal auf die 4. Tja. Oh, da ist so ein Bimo. Schauen wir doch mal, vielleicht bekomme ich das ja hin. Wow, ist das ein Vieh. Nichts. Seht ihr das? Ich komme noch nicht dran. Ist ja wohl der Hammer. Mensch, ich will den scannen. Oh, Sauerstoff, okay. Dann erstmal wieder zurück zum Schiff. Wir werden noch die Möglichkeit bekommen. So, wir hätten hier Kyanit und all so ein Kram. Schade, dass wir die Sonarkarte von dem kleinen Gerät jetzt nicht irgendwie irgendwo einblenden können, wisst ihr? Na, das wäre cool. So ähnlich wie die Scannerdaten direkt auf unser HUD angezeigt werden, wäre das natürlich auch cool. Ja, gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir parken mal ein bisschen um. Wir fliegen mal ein bisschen weiter mit unserem Flievertüt. Oh, die Idee findet sogar Familie Frosch gut. Trinken müssen wir im Moment nicht. Essen ist jetzt auch nicht so wichtig.
75%. Bestimmt wieder wegen Mynox, wa? Mal gucken. Ah, ein Mynox. Machen wir den noch weg? Ja, komm. Machen wir den noch weg. Du. Hier ab und an mal ein Ruckler in Game ist ja in Ordnung. Aber das, was ihr da in der letzten Folge miterlebt habt, wie gesagt, hat mich selbst schockiert. Von heute auf morgen nichts geändert, überhaupt nichts geändert. Quasi nur den Rechner wieder eingeschaltet, Aufnahme gemacht. Und dann beim Schneiden gesehen, ach guck mal, ja super, ja spitze, ja. Das kannst du jetzt in die Tonne kloppen oder du traust das den Leuten zu. Kommt dir nicht so häufig vor. Und da das ja eigentlich eine recht wichtige Folge war, dachte ich mir, nö, die nimmst du jetzt nicht nochmal neu auf. Du kannst deine Begeisterung und Überraschung einfach nicht richtig spielen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Und ja, deswegen habe ich euch dann diesen Ruckelmist zugemutet. So, hier sieht es doch nach mehr Kyanid aus als da hinten. Boah, ich sehe unglaublich viel. Hier ist natürlich auch wieder so ein Bimo-Fritz in der Gegend. Aber ich meine, so richtig Schaden macht er ja nicht. Und von daher ist das ja erstmal in Ordnung. So, hier würden wir dann aussteigen und mal eben schnell das Kyanid besorgen, denke ich. 80%, das ist schön. Da kommt schon der nächste Mynox. Ja, super. Machen wir erstmal hier die Maschine aus. Und plopp, dran hängt er. Hm, super. Egal, 81%, wir werden weiterhin geladen. Das heißt, wir hauen jetzt erstmal den Mynox da weg. Mynox. Ich komme echt nicht dazu, deren wahren Namen irgendwie zu nennen. So, hier, da. Okay, dem haben wir nur so ein bisschen. Da hängt schon wieder so einer. Okay. Tju. Oh oh. Der Beamman. Haben wir hier noch irgendwo in Mynox noch jemand ohne Fahrkarte an unserem wunderbaren Transportschiff? Nein? Na gut. Dann soll es das auch gewesen sein mit der Aufräumaktion. Ich finde das cool, dass der die Mynox frisst. Das finde ich echt cool. Ja, bauen wir mal eben noch hier den Kyanid ab, wa? Powering online. So, draußen lassen wir Licht an, drin lassen wir Licht an. Die Batterien sind auch alle voll. Sehr schön. Haben wir noch irgendeine, die irgendwie leichte Zuwendung benötigt? Nö. Sehr schön. Mit voller Christbaumbeleuchtung holen wir uns mal das Kyanid. Bam. Können wir nur hoffen, dass wir nicht allzu häufig hier rausgebeamt werden. Ja, während ich hier baue, bleibt mir eigentlich noch genug Zeit zu sagen, hey, so viel haben wir nicht erlebt, war aber trotzdem schon mal verdammte Hacke interessant. Und ich werde hier jetzt noch weiter suchten. Das heißt also, kann gut sein, dass wir mal eine Begrüßung oder Verabschiedung nicht mitbekommen. Jetzt weiß ich ja, dass ich einen Cut mache, deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart in der Tiefsee hier. Und wie gesagt, ich würde jetzt eher noch ein bisschen Zeit brauchen, das Kyanid abzubauen. Und sobald ich mich hier weiter bewege, seid ihr wieder mit dabei. Das wäre dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das ist Folge 46 Subnautica Staffel 3. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer John die Fool. Und guten Abend noch. Und tschüss.